Der US-Präsident ruft die Welt auf, sich auf die Gefahr des nuklearen Terrorismus gefasst zu machen. Aber sein Verteidigungsminister findet andere Bedrohungen gefährlicher. Gayane Chichakian greift das Thema auf. Ich habe vor kurzem meine Anweisung an das Verteidigungsministerium für das Jahr 2017 veröffentlicht, um vor allem unsere Haltung gegenüber den fünf wichtigsten strategischen Herausforderungen zu beschreiben: Russland, China, Nordkorea, Iran und Terrorismus. Nicht zum ersten Mal stellt der Verteidigungsminister die Liste der Bedrohungen für die USA so zusammen, dass Russland ganz oben steht und der Terrorismus ganz unten. Das steht so auch in der vorjährigen Erklärung des Pentagons. Kurz nach der Erklärung von Ash Carter hat auch US-Präsident Barack Obama mit Russland angefangen, als er die Steigerung der Militärausgaben begründete. Wir investieren in Kapazitäten, damit unsere Militärs Aggression eindämmen und unsere Sicherheit sowie die von unseren Alliierten verteidigen können. Dazu gehört auch die Verstärkung unserer Präsenz in Europa, damit die NATO-Verbündeten beruhigt werden, insbesondere in Bezug auf die deutliche Verstärkung der aggressiven Handlungen Russlands. Die USA planen, die Militärausgaben in Europa zu vervierfachen, weil Russland eine Bedrohung sei. Trotzdem fragen sich viele, wie das Pentagon den Terrorismus als letzten Punkt in der Liste der Bedrohungen setzen kann. Schließlich führt die US-amerikanische Armee Krieg gegen den IS-Terrorismus. Sie bekämpft Terroristen im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Afrika. In den USA hat das Justizministerium alleine in diesem Jahr mindestens 60 Personen wegen Terrorismus angeklagt. Das ist die höchste Zahl pro Jahr seit den Anschlägen am 11. September. Und doch, an die Spitze der US-amerikanischen Liste der Sicherheitsherausforderungen gelangen zwei Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, Russland und China. Eben die Länder, mit denen die USA an den größten globalen Bedrohungen zusammenarbeiten müssen. Das zeugt von einem bestimmten Zustand der globalen Sicherheit.